Das Gerhardinger Haus in Kempten. Heute unter weltlicher Leitung soll die Einrichtung Mitte der 80er Jahre, geführt von dem Orden der armen Schulschwestern, Schauplatz von sexuellem Missbrauch gewesen sein. Hintergrund des Ganzen ist der Vorwurf eines heute 40-jährigen Opfers. Demnach soll der Hausmeister des Waisenhauses den damals Jugendlichen von 1984 bis 1986 sexuell missbraucht haben. Der Junge war seit 1976 im Gerhardinger Haus untergebracht. 1984 wurde der besagte Hausmeister eingestellt. Der Jugendliche war damals 15 Jahre alt. In einer E-Mail ist das Opfer nun an Behörden und Politiker herangetreten. Sein Wunsch: gemeinsame Aufarbeitung der damaligen Vorfälle. Das Opfer versucht scheinbar schon seit längerer Zeit, für sich auch dieses Thema aufzuarbeiten. Er hat im Internet, in einem sehr umfangreichen Auftritt sich wie ein Tagebuch sozusagen eigentlich mit den damals mit diesen Taten auseinandergesetzt. Und es muss wohl zwischen dem Hausmeister und dem Opfer doch regelmäßig zu sexuellen Kontakten kommen sein, die natürlich ausschließlich fast vom Hausmeister ausgegangen sind. Und der Hausmeister hat damals wohl eine gewisse Situation des Opfers genutzt. Das Opfer war ein Halbwaise. Die Mutter ist vorher an einer schweren Krankheit gestorben, sodass im Grunde genommen eine wichtige Beziehung des Jugendlichen dann ihm gefehlt hat. Und das war wohl eine Situation, die auch der Hausmeister in gewisser Hinsicht da ausgenutzt hat. Bereits 1996 hatte das Opfer einen Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft gestellt. Das Verfahren wurde jedoch wegen der damals geltenden Verjährungsfrist eingestellt. Es kam also nie zu einer Verurteilung des Hausmeisters. Trotzdem wurde die Stadt Kempten als Verwaltung des Gerhardinger Hauses informiert. Die Reaktion: sofortige Beurlaubung des Hausmeisters. Nach einer Anhörung ohne Verneinung der Taten wurde der Angestellte 1997 fristlos entlassen. Voller Konsequenz und Verantwortung will die Stadt Kempten nun auch mit den erneuten Forderungen des Opfers umgehen. Die Ziele sind klar gesteckt. Wir sind auch damit bewusst an die Öffentlichkeit gegangen, weil wir natürlich jetzt auch ganz offen und transparent diesen Fall aufarbeiten wollen. Wir sehen eine Notwendigkeit, auf das Opfer zuzugehen. Das war ja auch für uns eine Art Hilferuf des Opfers an uns, als die damals Beteiligten. Und wir sind der Meinung, dass wir verpflichtet sind, dem Opfer in der Weise auch zu helfen, dass wir jetzt in der Aufarbeitung ihn unterstützen. Und das ist natürlich auch für die Klärung des Sachverhalts noch wichtig, auch den direkten Kontakt zum Opfer nochmal zu haben. Das ist einer uns der nächste, der wichtigste Schritt, auf das Opfer zuzugehen und gemeinsam zu versuchen, den Fall aufzuarbeiten. Sollte es neue und wichtige Erkenntnisse in diesem Fall geben, will die Stadt Kempten erneut an die Öffentlichkeit herantreten.